Lisa, 16 Jahre alt und ich spiele gerne Akkordeon, weil ich denke, dass das Akkordeon eines der facettenreichsten Instrumente ist. Der Musikunterricht vor 100 Jahren war vermutlich strenger. Heutzutage ist einfach die Freude am Spielen und am Unterricht mehr im Fokus und ich hoffe, dass es auch in 100 Jahren noch ist.